wenigen Augenblicken das ausführliche Wetter. Außerdem Phaser, Feuer, volle Kraft voraus. Die Besatzung des Raumschiffs Enterprise sorgt im All wieder für Recht und Ordnung. Am Abend hatte der neue Star Trek-Film Deutschland Premiere. Der neue Kultfilm. Gleich. 2 Millionen Fans weltweit können einfach nicht irren. Star Trek ist nicht irgendein Film oder irgendeine Fernsehserie. Star Trek ist Kult. Seit nunmehr 30 Jahren erforscht die Besatzung des Raumschiffs Enterprise die unendlichen Weiten des Weltraumes. Anstelle von Admiral Kirk führt jetzt Captain Picard die Mannschaft in unbekannte Welten und Galaxien. Am Abend hatte das 8. Kinoabenteuer der schmucken Weltraumtruppe Deutschland Premiere. Star Trek, der erste Kontakt. Claudia Schick über echte Trekkies und ihre Helden. Das Zeichen gibt ihnen Kraft. Den stolzen, mutigen Männern und Frauen, die sich Trekkies nennen. Zu Hunderten sind sie in den Kölner Sinedom gepilgert, um bedingungslose Treue zu schwören. Für mich ist das Klingonische eine Lebenseinstellung. Das hat mir einfach gefallen. Ich gucke Star Trek schon, solange ich denken kann. Also meine Eltern haben damals eben schon geguckt und ich bin damit groß geworden. Und ich fand die Klingonen immer klasse. Klingonen kommen diesmal nicht allzu viel vor. Wird also für mich nicht so viel dabei sein. Dafür gibt es im neuen Film viel Special-Effects-Geballer. Die Borg machen der Enterprise schwer zu schaffen. Diese fiese kybernetische Lebensform will gleich die ganze Welt vernichten. Feuer auf mein Kommando. Sir, die von Ihnen angegebenen Koordinaten enthalten anscheinend kein vitales System. Vertrauen Sie mir, Data. Doch selbst der stärkste Quantentorpedo samt Kühlplasmatank ist machtlos gegen die Borgschen Weltraum-Horrorwürfel. Und dann passiert auch noch das. Data, Meldung. Wir scheinen in einem Zeitstrudel gefangen zu sein. Captain Picard hat Shreer, der mit der Borgschen Deflektorschüssel mit Subflex-Delta-Quadranten ist nicht zu spaßen. Das ist eine sehr formale Sprache, die wir im Film benutzen. Das ist aber genau das Schöne daran. Das Geheimnis von Star Trek ist, dass die Geschichte auf der einen Seite herrlich albern und auf der anderen Seite so tiefgründig ist. Das macht es so ansprechend. Aber natürlich lachen wir uns auch oft schlapp bei den Dreharbeiten. Have a lot of laughs on the set. I mean, we're laughing constantly. Dazu hat Data noch ein Problem. Die Borg hat es auf ihn abgesehen. Ein intergalaktisches Teufelsweib. Und wie Frauen nun mal sind, nutzt sie Datas neuen Emotionschip hemmungslos aus. Special Effects, eine Prise zurück in die Zukunft und Rock'n'Roll, eben gute Space-Unterhaltung. Für jeden Trekkie ist Wiederholung ein Muss. Interessant wird es eigentlich erst, wenn man den Film mehrmals gesehen hat, wenn man die Feinheiten sieht, wenn man weiß, wie die neue Technik funktioniert zum Beispiel. Das sieht man alles als normaler Mensch nicht. Und das sieht man als Trekkie auch nicht unbedingt beim ersten Hinsehen, erst wenn man den Film mehrmals gesehen hat. So ziehen sie glücklich in die unendlichen Weiten. Oder einfach nur in die nächste Kneipe um die Ecke.